Meine Damen und Herren, sehr verehrter Herr Krüger, ich darf gleich anschließen an Ihre Worte. Sie hatten einen Begriff gewählt, nämlich den Begriff der Zäsur. Mein Vortrag ist mit einem anderen Begriff überschrieben, nämlich dem der Zwischenzeit. Einer Zeit, die 1945 beginnt und nach der Ansicht jedenfalls der Veranstalter im Jahre 1949 endet. Das nennt man in der Sprache der Historiker eine Periodisierung. Eine Periodisierung mit der Absicht, einen historischen Zusammenhang zu historisieren, ihn also einzuordnen in den Fluss der Geschichte. Die Vorgeschichten und Nachgeschichten zum Teil der Geschichte selbst zu machen. 1945 ist ein ikonisches Jahr und es entspricht in der Tat einer Zäsur, Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Jahr 1949 ist schon weniger bestimmt in seiner Bedeutung. Es ist deutschzentrisch, man kann es so lesen, die Gründung der Bundesrepublik und ein knappes halbes Jahr darauf die Gründung der vormaligen DDR. Das Jahr 1945 hat eine globalhistorische Bedeutung. Der Krieg endet am 8. bzw. am 9. Mai und diese Lesart ist nicht unerheblich für die Nachgeschichte des Endes des Zweiten Weltkrieges. Eigentlich unterscheidet dieses Datum des 8. und 9. Mai zwei historische Räume, die erst im Jahre 1989 wieder zusammenfließen, nämlich der 8. Mai als ein westliches und der 9. Mai als ein östliches Datum und auch ein östliches Datum, das gleichsam von den Bevölkerungen des vormaligen Osteuropas als Datum der Okkupation und Unterdrückung gelesen worden ist. Der Zweite Weltkrieg hatte recht eigentlich zwei große Kriegsschauplätze. Einmal den kontinentalen, den europäischen und diejenigen Kriegsschauplätze, die gleichsam mit dem europäischen Kontinent in Verbindung standen. Aber auch der asiatische und pazifische Kriegsschauplatz waren von Bedeutung. Es sollte vorläufig der Hinweis genügen, dass beide Kriegsschauplätze nicht miteinander verbunden waren. Und sie waren voneinander getrennt durch den sowjetisch-japanischen Neutralitätspakt von Mai 1941. Das Jahr 1949 strahlt aber auch nach Asien aus in einer ganz anderen Weise. Das Jahr 1949 ist das Jahr des Sieges der chinesischen Revolution im Oktober. Und gleich darauf und nicht unabhängig von den europäischen Vorgängen bricht im Jahre 1950 im Juni der Koreakrieg aus. Der erste heiße Krieg des Kalten Krieges. Im April, und erlauben Sie mir diese Hinweise, die nicht unerheblich sind, für das, was wir unter Periodisierung und Historisierung verstehen. Im April 1951 bzw. 52 die Begründung der Montanunion, des ersten europäischen Einigungswerkes. 1952, und damit nähern wir uns in gewisser Hinsicht einem Anteil unseres Gegenstandes. Im Jahr 1952 und nicht unabhängig mit jenen Vorgängen und Zusammenhängen wird der deutsch-jüdische, deutsch-israelische Vertrag von Luxemburg am 10. September 1952 unterzeichnet, der sogenannte Wiedergutmachungsvertrag. Dieser Vertrag, und auch darüber wird noch die Rede sein, ist ein Gründungsereignis. Es ist ein Gründungsereignis für die damals noch junge Bundesrepublik Deutschland,
eben im Jahre 1949 gegründet. Und nicht zuletzt auch so etwas wie ein nachgeholtes Gründungsereignis für den Staat Israel. Gleichzeitig, um andere Zusammenhänge in dieses Datum mit einzubinden und jenen weiten, komplexen Zusammenhang der Nachkriegszeit in den Blick zu bekommen, am 1. September, eine Woche, etwas über eine Woche vor der Unterfertigung des Luxemburger Abkommens, wird im Bundestag das Vertragswerk bzw. das Gesetz über Lastenausgleich verabschiedet. Beide Verträge, jedenfalls im Bewusstsein der Zeitgenossen, nicht in unserem Bewusstsein, sind Kriegsfolgeverträge bzw. Gesetze. Das Lastenausgleichsgesetz, da geht es um die soziale Gerechtigkeit. Eigentlich eine Revolution für den damaligen Weststaat, die in aller Stille vorübergegangen ist. Weitere Einschnitte jener Zeit, und Sie sehen, dass sich diese Daten verlaufen in die 50er Jahre und ihre scharfen Konturen verlieren, ist etwa der EVG-Vertrag, Europäische Gemeinschaft für Verteidigung. Nicht unerheblich, denn dieser Vertrag scheitert im Jahre 1954 in der französischen Nationalversammlung. Und gleich darauf, am 1. November, bricht der Algerienkrieg aus. Ich weise auf diese Zusammenhänge hin, die angestoßen werden von jener neuen Zeit, die sich in jener Zwischenzeit ausbildet, 45 bis 49, nämlich der Zeit des Kalten Krieges. Und dass dieser Vertrag, der europäische Vertrag, der EVG-Vertrag, an Frankreich scheitert, schärft unseren Blick auch auf das, was Thomas Krüger mit in seiner Einleitung eingebunden hat. Nicht alle sind Teil jener Zäsuren und Periodisierungen, nämlich Frankreich scheidet recht eigentlich im Jahre 1940 aus dem Krieg aus, der erst vom Jahre 1941 an als Zweiter Weltkrieg verstanden wird, mit Barbarossa und Pearl Harbor. Und der Historiker Marc Bloch hat von jener seltsamen Niederlage, vom Étrange Défait, gesprochen. Ich erwähne das deshalb, weil Frankreich im Unterschied zu anderen Gemeinwesen in Europa auf zwei Achsen der historischen Entwicklung angesiedelt ist. Einmal einer horizontalen westöstlichen, ostwestlichen, unserer vertrauten kontinentalen Achse, aber auch auf einer nordsüdlichen, südnördlichen Achse, die Frankreich eine gewisse Sonderrolle, nämlich kontinental und kolonialgeschichtlich imprägniert zu sein. Dieses Umfeld führt uns jetzt auf ein besonderes Jahr zu. Ich nenne dieses Jahr in jedem Periodisierungsangebot, das ich vor Ihnen ausbreite, das Scheiteljahr der Nachkriegszeit, nämlich das Jahr 1947. Das Jahr 1947, das werden wir bald erkennen, hat vielfältige Bezüge zu all jenen Dingen und jenen Themen, die wir zum Gegenstand dieses Kongresses machen. Aber ich möchte sozusagen einen indirekten Zugang wählen, von der Peripherie her, die uns vielleicht so wenig vertraut ist, wie eben jene französische Nord-Süd-Achse. Es war Ende Februar 1947, als der damalige britische Premier Clement Attlee zu einer Pressekonferenz einberufen hatte. Im Sommer 1945, kurz vor der Konferenz zu Potsdam, wie Sie wissen, wurde Churchill abgelöst von einer Labour-Regierung. Und Attlee verkündet Ende Februar 1947,
und wortwörtlich den Rückzug Britanniens aus Burma und Palästina. Wer damals die Dinge gehört hat oder sie im Nachhinein zu verstehen sucht, wird sehr wohl wissen, was Attlee damit zum Ausdruck bringt. Er weist nämlich darauf hin, dass England bereit ist, das Zentrum seines Empires, nämlich die Kronkolonie Indien, zu verlassen. Wenige Monate zuvor, recht eigentlich ein Jahr zuvor, fand im Roten Fort, der Zwingburg der britischen Kolonialherrschaft in Indien, ein Prozess statt. Ein Prozess gegen Offiziere der sogenannten indischen Nationalarmee, Indian National Army. Diese Armee kämpfte gemeinsam mit den Japanern nach dem Fall der Festung von Singapur im Jahre 1942 mit den Japanern gegen die Briten. Ihr Vertreter befand sich damals in Berlin. Ein vormaliges Oberhaupt der indischen Kongressbewegung, ein gewisser Bose. Und es gibt interessante und putzige Bilder zwischen Bose und Himmler bzw. seinen Kindern. Ich weise aber nur darauf hin, und das ist für die Perspektive und den Perspektivenwandel, in dem wir uns auch gegenwärtig befinden, nicht unerheblich. Nämlich, es war der nachmalige britische Premier Nehru, der diese Offiziere verteidigte als Anwalt und dann im August 1947 die indische Unabhängigkeit von jenem Roten Fort aus verkündete. Die Pressekonferenz von Attlee im Februar 1947 macht deutlich, dass mit dem Rückzug Großbritanniens aus seinem Empire sich ein Raum öffnet, in dem sich später und kurz darauf, möchte man sagen, gleichsam in den Monaten ein jüdischer Staat gründen wird, eben in Palästina. Dieser jüdische Staat war möglich geworden, nicht nur aufgrund der Vorgänge, die wir uns noch näher anschauen werden, sondern aufgrund von Ereignissen, deren Abläufe wir uns in Erinnerung rufen sollten. Der Beginn der Dekolonisierung, und Sie mögen sich wundern, dass ich das eingangs zu meinen Darlegungen so stark mache, dass der Beginn der Dekolonisierung der Fall der britischen Festung Singapur war, durch die Japaner. Das war der Beginn. Und auch eine Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft, den Yishuv in Palästina. Das Überleben des Yishuv wurde durch die Schlacht bzw. durch den Ausgang der Schlacht von El Alamein im Herbst 1942 entschieden. Das ist ein Element, und wir werden dieses Element mit anderen Elementen zusammenführen, um zu verstehen, was in jener Zwischenzeit 45 bis 49 aus bundesdeutscher oder deutscher Perspektive und 1945 bis 48 stärker aus einer jüdischen Perspektive heraus geschieht. Das war jedenfalls der Blick aus der Peripherie. Aber verändern wir und justieren wir diesen Blick um und kehren zurück zu jener Ost-West-Achse. Es beginnt damit, dass im Jahre 1944 die Sowjetunion oder aus der Sowjetunion Menschen repatriiert werden, weiter nach Westen, in ihre vormaligen Lebensbereiche hinein. Es handelt sich hier vornehmlich um Juden aus Polen, aus Litauen, aus anderen baltischen Staaten und auch aus der westlichen Ukraine.
Sie haben sich aus unterschiedlichen Gründen, die hier vielleicht in dieser Darstellung nicht so erheblich sind, in die Sowjetunion haben retten können, nach Innerasien hinein. Und ihr Überleben war von der Roten Armee gesichert worden durch den Ausgang der Schlacht von Stalingrad, wie das Überleben der Juden des Jeschuf in Palästina durch die britische 8. Armee vor El Alamein gesichert und garantiert werden konnte. Sie kehren zurück und ihre Rückkehr wird verbunden und voran in jenem Gemeinwesen, aus dem sie stammten, aus dem sie zurückzukehren gedachten, nach Polen durch einen Widerstand, durch einen Volksantisemitismus in breiten Teilen der Bevölkerung. Ein wichtiges Ereignis, und wir werden noch davon hören auf dieser Konferenz, war der Pogrom von Kielce am 4. Juli 1946. Ein Ereignis, das zu einer Fluchtbewegung aus jenem sich nach Osteuropa hinein verwandelnden östlichen Europa nach sich zog. Aber für uns ist der größere Zusammenhang wichtig, nämlich jene Fragen der Periodisierung und des Kontextes. In jenen Jahren, wenigen Jahren und Monaten geschieht etwas, was für die jüdische Existenz von allergrößter Bedeutung ist und oftmals verdeckt wird und vielleicht nicht zu Unrecht verdeckt wird von der Wucht jenes Ereignisses, dem später der Begriff des Holocaust zugewiesen wurde. Denn die Bewegung von Zehntausenden, wenn nicht noch mehr, von Juden aus dem östlichen Europa nach Westen und vornehmlich in das besetzte Deutschland oder genauer in die amerikanische Besatzungszone hinein, war einmal richtig von jenem Volksantisemitismus bestimmt worden, aber auch von einer Entwicklung, die bislang vielleicht in der historischen Forschung nicht zur Genüge in den Blick genommen worden war, nämlich die Sowjetisierung oder genauer, und ich benutze hierfür einen Begriff, der nochmal neu ausgedeutet werden müsste, nämlich die sukzessive Verwandlung dieser Gemeinwesen im östlichen Europa in Volksdemokratien hinein. Und wenn ich von Volksdemokratien spreche, betone ich den Begriff des Volkes. Dass es sich hierbei nicht zuletzt um Gemeinwesen handelte, die einen Verwandlungsprozess durchlaufen haben in doppelter Hinsicht. Einen, wenn Sie wollen, sozialen, im Sinne zunehmender Kollektivisierungen, aber auch gleichzeitig mit einer anderen Form der Kollektivisierung, nämlich der ethnischen Homogenisierung. Beides lief gleichsam Hand in Hand. Jüdische Emissäre, die sich in jenem späteren Osteuropa, also dem östlichen Europa der damaligen Zeit aufgehalten haben und diesen Prozess der Flucht oder der Migration begleitet und nicht zuletzt auch justiert und, wenn man will, sogar orientiert haben, dass diese, und das lässt sich aus den Archiven befördern, einen durchaus klaren Blick für die Folgen dieser ethnischen Sowjetisierung oder Kollektivisierung hatten. Nämlich der Hinweis darauf, dass für Juden, für denen, die überlebt haben und denen, die aus dem Inneren der Sowjetunion nach Osteuropa, genauer nach Polen, zurückströmten, dass für sie in diesen Ländern keine Zukunft gilt. Das bedeutet, dass diese Gemeinwesen aus einer jüdischen und vielleicht nicht nur aus einer jüdischen Perspektive, und ich habe eingangs diese merkwürdige, auffällige Parallelität
Zwischen dem 1. September 1952 und dem 10. September 1952 aufgewiesen, nämlich zwischen dem bundesdeutschen Lastenausgleichsgesetz, der sich genau auf die deutsche Bevölkerung aus jenen Ländern bezog, nicht nur auf sie, auch auf die Ausgebombten, und das Luxemburger Abkommen. Und wer das Luxemburger Abkommen kennt, oder genauer sogar die Protokolle der Verhandlungen, die im holländischen Wassenaar stattgefunden haben, zwischen israelischen und jüdischen und deutschen Amtsträgern, in der Frage der sogenannten Wiedergutmachung, wird feststellen, dass von bundesdeutscher Seite auch von Juristen aufs Genaueste hin verfügt, keine Rede war von Wiedergutmachung oder von dem, was mit der Ikone des Holocaust inzwischen in Verbindung gebracht wird, sondern dass es hierbei um die Integration von Flüchtlingen ging, um Eingliederung. Das heißt, das im Jahre 1952 abgeschlossene Wiedergutmachungsabkommen ebenso wie das Gesetz zu Lastenausgleich, Kriegsfolgegesetze bzw. Abkommen gewesen sind, die also weit über jene Periodisierung hinausreichen, die wir mit den Jahren 1945 bis 1949 markiert haben. Polen nach 1945, genauer nach 1947, und das betrifft auch die anderen nachmaligen osteuropäischen Staaten, für sie bedeutete jene ethnische Homogenisierung in vielfältiger Hinsicht die Erfüllung der nationalistischen Parteien der Zwischenkriegszeit, die Erfüllung der Vorstellungen etwa über ein ethnisch homogenes Polen etc. und andere Gemeinwesen auch. Zum Beispiel die Tschechoslowakei, dass Aussiedlungen, Vertreibungen und Kollektivisierungen Hand in Hand gingen. Dass diese Elemente der ethnischen Homogenisierung dann später sogar die Partei oder die Parteien ergriffen haben in Osteuropa. Das Lansky-Prozess im Jahre 1952, in dem wesentlichen jüdische führende Parteimitglieder dann am Strang hingerichtet wurden. Eine Auseinandersetzung der alten Nationalitätenfrage im vormaligen Habsburger Reich, genauer deren Ausläufer, deren Rudimente, letzte, wenn man so will, die Endmoräne der Nationalitätenkämpfe und Nationalitätenauseinandersetzungen in der Phase des Verfalls und nach dem Verfall der multinationalen Imperien. Und nur ein Hinweis sollte genügen, und ich mache das scharf, ich weiß, ich mache das scharf, um den Blick für jene Veränderungen zu verdeutlichen, auf die ich noch kommen werde, nämlich, dass Juden, die bei der letzten Volkszählung in der Tschechoslowakei im Jahre 1930 für die deutsche Sprache optiert haben und soweit sie überlebt haben, bei jener Aussiedlung der Deutschen auch das Land verlassen haben. Ungefähr 24.000 Juden haben die Tschechoslowakei nach 1945 verlassen. Also, wie gesagt, Homogenisierungen und Nationalisierungen und Kollektivisierungen im sowjetischen Zeichen in Ostmitteleuropa der Zwischenkriegszeit nach 1945. Auch hier, glaube ich, bedarf es noch so etwas wie einer Historisierung. Was geschah nun mit jenen jüdischen Menschen, die und wenige nur überlebt hatten, andere aus dem Innern der Sowjetunion nach Westen im Jahre 44, 45 gekommen waren, an ihre Heimatorte zurückkehrten, dort nichts mehr vorfanden, außer antisemitischer Reaktion. Sie wandten sich nach Westen und sie wandten sich nach Deutschland, oder genauer, denn Deutschland bestand nicht mehr, in die amerikanische Besatzungszone.
Die amerikanische Besatzungszone ist von einem ganz besonderen Charakter. Wir werden von der sowjetischen nicht sprechen, sondern wenn überhaupt ein Vergleich sinnvoll wäre oder sinnvoll ist, eher mit der britischen und französischen. Weil es hier um einen Prozess geht, der meines Erachtens auch noch nicht so genüge historisch ausgeleuchtet ist, wenn es um die unmittelbare Nachkriegszeit geht. Nämlich der Prozess der Kollektivisierung oder genauer der Nationsbildung der Juden. Ich spreche hier vom politischen und institutionellen Milieu jener Transformation, die wir uns näher vor Augen führen werden. Einmal die Etablierung von besonderen Lagern für jüdische DPs, also Displaced Persons, also Personen, die nicht mehr repatriierbar waren nach 1945. Und das waren nicht nur Juden oder im geringsten Maße Juden. Etwa 1,5 Millionen, die sich auf deutschem Boden aufgehalten haben und nunmehr ihre Repatriierung entgegensahen und nach Osten, ganz nach Osten repatriiert zu werden, wollten die wenigsten. Jüdische Lager zu etablieren, war keine Selbstverständlichkeit. Aus westlicher Tradition, auch aus der amerikanischen, auch aus der britischen und erst recht aus der französischen, wurden Juden nicht als Kollektiv angesehen. Juden waren in der Tradition dieser Gemeinwesen Bürger, Individuen, Einzelne, aber kein Kollektiv. Das berühmte Wort der Französischen Revolution, des Abgeordneten der Französischen Nationalversammlung, Clermont-Tonnerre, den Juden als Individuen, er meinte Citoyen, alles, den Juden als Nation, er meinte als Stand, als Kooperation, nichts. Das war der Horizont, wie es damals hieß, der Judenemanzipation im 19. Jahrhundert. Bürgerrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, formale Gleichheit. Emanzipation heißt formale Gleichheit. Und das war der Erwartungshorizont der Juden in Deutschland oder was man damals unter Deutschland verstand oder verstehen mochte, in den deutschen Territorien. In allen anderen Bereichen war dem auch so. Und Frankreich, das revolutionär diese Bürgerrechte verliehen hatte, war das Modell, was nicht heißt, dass die anderen diesem Modell gefolgt waren. Aber die bürgerliche Emanzipation, das war das Ziel. Deswegen sahen die Franzosen nicht ein in ihrer Besatzungszone, dass Juden kollektiv in irgendeiner Weise zusammengeführt werden sollten. Lager für die Peace wurden auf der Grundlage, jetzt in Anlehnung an den englischen Begriff der Nationalität, also der Staatsangehörigkeit, nachetabliert. Für die Briten war das ein Unding, abgesehen davon, dass sie bestimmte Interessen in Palästina hatten und es nicht gerne sahen, dass sich Juden kollektiv etablierten, womöglich mit dem Anspruch, in dieses Land zu gelangen. Aber auch für die Amerikaner war das keine Selbstverständlichkeit. Es gibt keine Gruppenrechte im Rahmen der amerikanischen Verfassung. Dass dies zustande war, war ein wichtiger Hebel der wenig später darauf erfolgenden israelischen Staatsgründung. Die Displaced Persons in den DP-Camps in der amerikanischen Besatzungszone, weil mittels des Drucks, des Einflusses, wie Sie wollen, aber auch der Stimmung, die nach 1945 bestand, hat die amerikanische Militäradministration die Etablierung dieser Lager möglich gemacht, mit allen politischen Folgen, die daraus
erwachsen sind. Aber das ist der erste, beziehungsweise vielleicht der weniger dramatische, jedenfalls aus historischer Perspektive dramatische Schritt. Der zweite führt vielleicht in komplexere Gefilde hinein. Manche werden damit vertraut sein, für andere mag es Neuland sein, aber historisch von ungeheurer Bedeutung, auch für Späteres, was dann geschieht in der Welt schlechthin. Die Frage der Restitution, der Eigentumsrestitution. Denn abgesehen davon, dass Juden tausend- und millionenfach vernichtet wurden, wurde auch ihr Eigentum eingezogen. Dabei spielt in der Restitutionsfrage die sogenannte Rückerstattung ein Problem, eine gewaltige Rolle. Die meisten Eigentümer dieses rückzuerstattenden Eigentums gab es ja nicht mehr. Was sollte jetzt mit diesem Eigentum geschehen? Nach den üblichen geltenden, seit dem napoleonischen Code Civil bestehenden Rechtsverständnis fiel erbenloses Eigentum an das Gemeinwesen, an den Staat. Man nennt das das Rückfall- oder das Heimfallrecht. Ist im BGB aus dem Jahre 1900 fixiert. Das ist ein gewaltiges Problem. Heißt das in etwa, dass erbenloses jüdisches Eigentum an die Gemeinwesen fällt oder an das Gemeinwesen fällt, das womöglich diese Verbrechen begangen hat? Das ist ein hochmoralisches Problem, das Folgen für die Rechtsauffassung haben soll und eine, wenn Sie so wollen, Normenrevolution nach sich gezogen hat. Nämlich, und ich komme noch auf die Einzelheiten zu sprechen, es bedeutete, dass es rückerstattet werden sollte, auch wenn es keine, jetzt spreche ich das Wort aus, individuellen Eigentümer auf der Grundlage des Individualbesitzes oder des Eigentumsrechts mehr gab. Aber wer sollte das in Anspruch nehmen? Ja, es musste ein Kollektiv kreiert werden. Es musste ein Kollektiv geschaffen werden, das diesen Anspruch erhob. Aber dieses Kollektiv gab es gar nicht. Auf alle Fälle nicht im Rechtssinne. Das Wort vom jüdischen Volk ist recht eigentlich ein liturgischer Begriff. Wenn Sie so wollen, eine moderne Übertragung des Begriffes vom Volke Israel im 19. Jahrhundert. Bei der Historisierung von jüdischer Geschichte tritt das auf, jüdisches Volk. Es gibt keine Anspruchsgrundlage. Die Anspruchsgrundlage ist der Genozid. Und zwar nicht, weil ein Genozid was derartig Schreckliches ist, sondern weil ganze Familienverbände ausgerottet worden waren und damit keine Anspruchsgrundlage mehr bestand aus individueller Hand. Die Gründung jenes jüdischen Kollektivs, jeder jüdischen Kooperation, wenn Sie so wollen, jedenfalls jenem, könnte man sagen, Körper, jener Körperschaft, die diesen Anspruch überhaupt erheben konnte, geschah mittels amerikanischen Besatzungsrechts. Wie das zustande kam, muss uns in diesem Rahmen nicht interessieren, hat aber eine ähnliche Geschichte wie die Etablierung von besonderen Lagern für jüdische DPs. Es ist eine kollektive Konstitution, die aus dem Genozid heraus hervorgeht oder, wenn Sie wollen,
rechtsanthropologisch tritt dies aus dem Genozid hervor. Es waren natürlich nur die Amerikaner, die das durchgesetzt haben. Im Kontrollrat der Alliierten fand das keine Mehrheit. Die Sowjets waren dagegen, aus Gründen, die uns nicht interessieren müssen. Die Franzosen sahen, glaubt, ihr republikanisches Selbstverständnis überhaupt in Frage gestellt, ein jüdisches Kollektiv zu etablieren. Unmöglich, undenkbar. Und für die Briten war das eine Fortsetzung nationalsozialistischen Gedankenguts. Die Amerikaner setzten es durch. Und nur in ihrer Besatzungszone. Die anderen zogen danach. Das braucht uns jetzt hier nicht zu interessieren. Die Grundlage dessen war das Militärgesetz Nummer 59, das davon sprach, von einer Institution, die in der Lage war, um es Englisch zu zitieren, to present an entire people or class, also eine Gruppe. Im Jahr 1944 fand in Atlantic City eine Konferenz des World Jewish Congress statt, dessen Präsident Nachum Goldmann, eine bedeutende Figur der jüdischen Politik, der Zwischenkriegszeit und der Zeit danach, über die wir sprechen, hielt dort eine Rede, in der er den Begriff verwandte, the Jewish people as a whole. Also das ist die Inkorporation jenes Kollektivs, der diesen Anspruch erheben kann. Und er sagte auch dazu und sprach in seiner Rede davon, und erst auf Englisch, dass wenn dem nicht so wäre, wenn sozusagen das alte Heimfallsrecht gelten würde oder sagen wir unser altes, gutes, bürgerliches Gesetzbuch, dann würde es bedeuten, it would be adding mockery to tragedy. Es würde bedeuten, der Tragödie noch zu spotten. Das war ein Beginn einer Revolution, auf deren Einzelmomente ich noch in den wenigen mir zur Verfügung stehenden Minuten eingehen will. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass der Holocaust ein absoluter Genozid war. Ein absoluter Genozid insofern, dass er alle Vorstellungen der jüdischen Existenzerfahrung in der Moderne, beginnend mit der Reform der absolutistischen Imperien im ausgehenden 18. Jahrhundert, durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch, in das 20. Jahrhundert hinein revolutioniert hat. Ich sagte bereits, das zukunftsfrohe 19. Jahrhundert, sprich von Emanzipation, sprich bürgerlicher Gleichstellung. Im östlichen Europa war die Entwicklung eine etwas andere gewesen. Sie war nicht so sichtbar in der Zeit noch der imperialen Herrschaft, als die Habsburger Monarchie und das zarische Russland und Preußen-Deutschland, obwohl die Entwicklung da eine ganz andere war. Ohne darauf einzugehen, lassen wir es bei den beiden großen Vielvölkerimperien. Dass dort bei dem Zusammenbruch dieser beiden Imperien, die mit dem Jahre 1917, 18, 19 in Verbindung stehen, und je weiter wir östlich gehen, desto mehr verliert sich das Jahr 1918 als Endpunkt des Ersten Weltkrieges. Es zerläuft in einer ähnlichen Weise, wie wir, wenn wir aus der Peripherie, kolonialen Peripherie, auf das Ende des Zweiten Weltkrieges blicken, sich auch die Daten langsam auflösen in ihrer Schärfe, wie wir sie aus dem europäischen Kontinent in seinem Zentrum oder aus seinem Westen heraus kennen. Das Jahr 1919, und ich bitte mir hier noch zu folgen in den wenigen Minuten, dass das Jahr 1919 bedeutete nämlich, was die neu etablierten Staaten im Ostmitteleuropa und östlichen Europa bedeutete, dass Individualrechte nicht ausreichten, weil es hier vornehmlich um
Nationalitätenstaaten ging. Polen etwa hatte über 30% nicht polnischer Bevölkerung, also nicht ethnisch polnisch-katholischer Bevölkerung, gen im Plural. Und natürlich die Juden. Und wenn die anderen Bevölkerungen wesentlich, und hier berühre ich schon einen zentralen Begriff, auf den ich noch zu sprechen kommen will, gleichsam in den Grenzgebieten Polens angesiedelt waren, traditionell, bedeutete für Polen die Minderheitenfrage immer auch eine Grenzfrage und umgekehrt. Nur eine Bevölkerung war nicht konzentriert. Und das war die jüdische Bevölkerung, die eben verstreut lebte. Und insofern so etwas waren wie Residuen der Imperien. Eine Endmoräne einer anderen Zeit. Und sie waren relativ hilflos. Jedenfalls nützte ihnen die bloßen zivilen, staatsbürgerlichen Rechte alleine nicht. Sie benötigten auch Gruppenrechte oder kollektive Rechte. Das war die Zwischenkriegszeit. Der Holocaust als absoluter Genozid zerstört biopolitisch die Voraussetzungen einer jüdischen Existenz im vormaligen Ost-, Mitteleuropa und östlichen Europa. Das ist das, was vornehmlich die Minderheitenpolitiker der Zwischenkriegszeit vom Jahre 1943 an sehen und untereinander debattieren und diskutieren und vornehmlich in den Vereinigten Staaten Emigranten, die Sie namentlich wahrscheinlich kennen aus anderen Kontexten, vor allem einen jedenfalls, der inzwischen ja allgeläufig ist, Raphael Lemkin, der den Begriff des Genozids auch geprägt hat. Das heißt, Sie kommen zum Ergebnis, aufgrund dieser biopolitischen Katastrophe, dass sich alle Begriffe, in denen die diasporische Existenz der Juden sich abspielte, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können, dass alle diese Begriffe und Vorstellungen annulliert sind. Oder ich drücke mich anders aus und das mag abstrakt erscheinen, dass die Juden als eine diasporische Bevölkerung im Text lebten, im Text. Der Text hat mehrere Bedeutungen. Einmal die heiligen Texte, die immer wieder neu interpretiert werden, die Gesetzesentscheidung der Rabbiner. Die Juden als eine diasporische Bevölkerung lebt in Netzwerken von Texten und Textinterpretationen. Ich will damit zum Ausdruck bringen, sie lebten nicht territorial. Und nach 1945 findet etwas statt, wofür uns noch die politisch-theoretischen Begriffe fehlen. Nämlich die Verwandlung des Textuellen in das Tellurische, also in das Bodenhafte, wenn Sie so wollen, in die Voraussetzung von Politik und Macht als Boden. Das ist sehr archaisch, in der Tat. Und es bedeutet, dass auch die Vorstellungen des Schutzes durch die Staatsbürgerschaft ihre Bedeutung verloren haben. Und das ist der gesamte Prozess der Entrechtung, die noch vor der Massenvernichtung liegt. Und auch in der Zwischenkriegszeit in Ostmitteleuropa Gegenstand der Auseinandersetzungen sind, ob es in Polen ist, in Rumänien ist, in Ungarn ist, you name it. Also die Minderheitenverträge sind auch ein Text ohne Bodenhaftung und damit ohne Macht. Das war die Revolution, die sie anhand der Texten, der Briefe, der Memoranden jener Personen und Persönlichkeiten ablesen können, die keine sekundären Intellektuellen waren.
In einem Institut in New York, im Institute for Jewish Affairs, wo diese Personen zusammen waren und vornehmlich aus Osteuropa und Ostmitteleuropa waren, können Sie anhand der Memoranden diese Diskussion nachlesen. Sowohl die Restitution wie auch die Umwälzung der Begriffe. Ich nenne Ihnen nur einige Namen. Ihnen ist der Name sicher Hans Kelsen bekannt. Ja. Die reine Rechtslehre, den finden Sie im Akademischen Beirat. Horace Kallen, der Vater des amerikanischen Pluralismus. Ich spreche gar nicht von den osteuropäischen Personen und Persönlichkeiten, die Teile waren in der ersten revolutionären Regierung, der Menschewiki, also der bürgerlichen, wenn Sie so wollen, der Februarrevolution und an sozusagen die Endmoräne der europäischen, osteuropäischen Geschichte. Und diese Personen diskutieren. Eine Person, damit komme ich notwendigerweise Zeit wegen auch an das Ende. Eine Person, die inzwischen ja eine Ikone des 20. Jahrhunderts geworden ist, war zwar nicht Teil des Institute for Jewish Affairs, aber in seinem Umfeld. Und ich spreche hier natürlich von Hannah Arendt. Und sie nimmt teil an dieser Diskussion in einer eher indirekten Weise und sie finden, das Wort der verborgenen Tradition ist ja von ihr, sie finden sozusagen die Spurenelemente dieses Diskurses der Verwandlung in einer universellen Sprache, etwa in einem Teilkapitel in den Ursprüngen Elementen totaler Herrschaft. Ich sage verborgen, weil mein Eindruck ist, dass dieser Teiltext deplatziert ist. Er hätte eigentlich im ersten Buch, im ersten Teil über Antisemitismus hineingehört, aber er kommt im zweiten Teil vor, im Teil Imperialismus. Und diesen Teil, den ich meine, ist überschrieben mit der provokativen Aussage, die Aporien der Menschenrechte. Im Englischen klingt das etwas besser, the perplexities of the right of man, so hieß das damals. Und was sie dort zum Ausdruck bringt, ist genau jene Transformation. Und das mag sozusagen in aktuellen Ohren heretisch klingen, dass die Menschenrechte allein keine Schutzrechte sind und dass die Emanzipation, die im 19. Jahrhundert gleichsam von der Französischen Revolution ausgegangen ist, dass diese hier ihr Dementi gefunden hat und dass die Minderheitenverträge nur noch Papier und kein Schutz mehr waren. Ich will damit zum Ausdruck bringen, und damit komme ich zum Ende, dass die jüdische diasporische Existenz, wenn ich mich in einer Form einer geometrischen Metapher ausdrücken darf, dass die jüdische Existenz in der Diaspora sich so verhielt, wie der ungeschützte Punkt zur machtgestützten Fläche, die ihn umgibt. Und was nach 1945 beziehungsweise in jenen Jahren geschieht, unmittelbar danach, ist die Mutation des ungeschützten Punktes in die machtgestützte Fläche. Vielen Dank. Lieber Herr Professor Diener, haben Sie herzlichen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Man hätte gar nicht auf die Uhr gucken wollen. Wir waren eigentlich alle bereit, Ihnen noch einmal so lange zuzuhören. So spannend war das. Und ich darf vielleicht sagen, dass als jemand, der mit an der Dramaturgie dieser Konferenz gefeilt hat, der Begriff der Keynote in Ihrem Vortrag besondere Bedeutung erlangt hat. Sie haben unsere Konferenz aufgeschlossen im wahrsten Sinne des Wortes und uns verschiedene Perspektiven auf diese Zeit einnehmen lassen. Dafür unseren herzlichsten Dank. Ich glaube, die Konferenz kann
Wohlgemut die nächsten Phasen eintreten, weil Sie haben Grundlagen gelegt.